Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wieder mit epischer Bergmusik. Nein, gut, wir können ja nichts schieben. Wir haben im letzten Part unser grünes Abflusswasser hier geholt und müssen nun damit das grüne Böhnchen-Gedönschen gießen, um denn da hinaufklettern zu können. Sonst kommen wir, glaube ich, auch ganz gut vorwärts im Berg. Mal sehen, ob ich es jetzt noch in diesem Part bis zum Dungeon schaffe, aber ich glaube, ich werde mir jetzt irgendwie kein Haar ausrupfen, wenn es nicht so ist. Weil Zelda muss man einfach in seiner gesamten Pracht genießen. So, das habe ich alles eingesammelt. Hier kann ich runterjumpen, das spart mir Zeit. So, jetzt muss ich jetzt mal wieder gucken. Ich setze schon wieder einen Tag her. Wo war jetzt... Gedönsen zum... Ihr wisst schon, ne? Wo war jetzt das grüne Ding zum Gießen? Ja, nicht ins Peaks-Ding rein, das wäre ganz schlecht. So, da konnte ich bloß noch was kaufen. Ah, ne, hier konnte ich noch was kaufen. Grün habe ich noch nicht, gut. Musste ich jetzt erstmal ganz kurz nachdenken und so, dann würde ich sagen, einmal hier lang, oder? Oh, ab du Fledermaus, tschüss und bam, Klatschdauern. Einmal ziehen und Mario Pilzmove, hui heppa. So, lass mich mal in Ruhe. So, ich ignoriere die jetzt hier auch einfach alle mal. Gar nicht so einfach. Hilfe, der hat mir fast den Po gestochen. Dann wäre Link schwul geworden, endgültig. Manche geben ihm ja sowieso mal so ein bisschen den Gay-Titel, aber sonst würde er nicht Prinzessin, sondern Prinz Zelda retten. Keine Ahnung. Das klingt voll creepy irgendwie. So, wo ist die grüne Bohne? Die ist da hier oben irgendwo, ne? Ah, genau. Und gießen. Flap, flap. Los, wut, wut. Los, wut. Voll das Mario-Geräusch. Und einmal hinaufgeklettert. Und wir sind am Gongolberg in der oberen Ebene, wie auch immer man das nur sagen will. Uah, ein roter, dicker Bluttropfen. Ach, die auch noch. Gegen die kann ich sowieso alle noch nicht richtig kämpfen. Obwohl, doch, eigentlich ging das schon, aber na gut, ist ja egal. Hier ein bisschen aufräumen. Denn wir können auch ein bisschen Knete ansparen. Dann sind wir nämlich nach dem Dungeon zurück in der Stadt mit vollem Geldpaket. Wäre, glaube ich, ganz nice. So. Hä? Sackgasse? Muss mal ein bisschen leiser machen, Moment. Hä? Ist hier wieder was? Ah, twing, 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 twing. So, einmal eine Bombe legen. Hat man so vergisst. Komische Sackgasse hier, aber der, hier musste ja irgendwas sein. Das war einfach zu verdächtig. Ihr könnt mich nicht verarschen. Bam, weggeschlitzt. Und hier voll den Top an den Kopf geworfen. Top on the flop, war. Sagt man dazu so schön. Komm, geh weg. Los. Bam, flap, tschüss. So, hier noch ein paar Herzen eingesammelt. Bin wieder voll. Auch schön. Kann man immer gut haben. So, ist hier noch Rubine. Knete, Geld geil. So, gut. Und dann einmal. Dum, 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 dum. Schon wieder ein Glücksfragment. Meine Fresse, gibt's davon viele. Aber davon werden wir noch so extrem viele Kisten finden. So hier. Ach, die kann man nicht töten. Toll. Kann man die echt nicht töten? Ah, doch, kann man doch. Man muss bloß schnell genug danach reagieren. Ah, Bombys. So, einmal hier. Weggesprengt. Knete. Ja, der wird mich... Kann ich hier schon durch? Hehe, und tschüss. Und durch hier. So, wo geht's hier hin? In eine Sockgasse. Na gut, dann fliegen wir mal los. Da links um, wo kommen wir ankommen? Ich will gar nicht wissen, was da unten ist. Uah, schnell, Link, flieg! Wie die Mütze sich aufpustet, das sieht voll geil aus. So, hier, ihr tschüss. So, wo geht's hier hoch? Gongolmine nach oben. Gongolwand nach links. Ach, da muss ich hier runterjumpen. Da will ich ja noch gar nicht. Gehen wir erstmal hier hoch. Ja, so, hochgeklettert. So, wo geht's hier hin? Gongolmine, Abkürzung zum Fuß des Berges. Da will ich doch gar nicht hin. Allerdings fehlt mir ja auch noch ein Item. Hilfe, das Vieh verfolgt mich übelst hartnäckig. Das macht mir doch Angst. Alter. Ich hol mal den Topf raus. Ich glaube, damit kann ich ihn natzen. Und bam, voll an Kopf geschossen. Haha, geil. So, du gleich auch hier. Und voll gegen den Stein geschossen. So, ich glaube, dir kann ich den Stein vom Schädel saugen. Ha, und bam, abgeschossen. Ah, der Kuck ist schon geil, muss ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an den Püstrich bei Skyward Sword. Das Laubgebläse, wie ich so schön immer sage. Obwohl, Gebläse klingt schon wieder so ein bisschen obszön. Also, naja, das ist knapp. Oh, Schild, Schild, schnell, Schild, 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 schnell. Twing, tschüss. So, was willst du?
Tut mir leid wegen der Nussmann, ich verkaufe dir auch einen Kletterring. Oh, ja, genau, den brauche ich nämlich. Ideal für Bergsteiger. Ja, man muss einen Ring kaufen, wo man klettern kann. Macht voll Sinn irgendwie. Damit kommst du jeder Kletterwand hinauf. Kaufen? Klar, Mann. Brauche ich ja. Dum, 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 dum. Natürlich gibt es keinen Kraftarmer. Nein, hier gibt es einen Kletterring. Aber irgendwie unlogisches Bein ist. Also will ich mich da gar nicht groß ausmosern. So, hier einmal ein bisschen aufsäbeln. Gibt's kostenlose Bomben. Geil, Mann. So, jetzt kann ich nämlich hier hoch und runter klettern. Klettern wir erstmal hoch. Hoch ist mal gut. Hier ist noch eine Sockgasse. Fail. Hier kann ich gar nicht weiter. Gut, merke ich mir, hier muss ich mich duplinazizieren. Ich muss ja das Jutsu der Schattendoppelgänger anwenden, um hier durchzukommen. So, wo geht's jetzt weiter? Muss überlegen. Gehen wir mal hier hoch. Ach, da oben, ich sehe es schon. Da oben muss ich hin. Da oben ist der Dungeon. Da sieht man rechts auch schon das kleine Minischdorf. Da ist der Eingang. Ach, Mann. Wie komme ich denn da bloß hin? Ach, die Mucke ist voll episch, muss man sagen. Seid doch mal ehrlich, ist ein geiles Spiel, oder? Also, wenn ich so zu meinen Lieblings-Gameboy-Spielen tendiere, gehört es neben Link's Awakening wirklich zu den Top-Games dazu. Auf alle Fälle. Mindestens. So, tschüss. Geht mal weg hier. So, einmal. Ja, Mario, gib mir die Macht! Jetzt hier rein. Oh, hier war ich schon mal. Hm, gut, dann jumpen wir hier mal einfach runter. Auf der linken Seite da, wo wir da hinkommen, da soll es ja irgendwo zu einer Wand gehen. Und Link ist ja ein bisschen sturköpfig, ne? Kopf durch die Wand muss sein, ist Pflicht, ne? So, hep. Uah, Alter, du Pimmel. Bam, voll aufs Maul. Rache für den verletzten Link. So. Irgendwie gefällt mir das nicht. Und ich habe auch irgendwie, also das muss sagen, das ist jetzt nicht nur beobachtet, ich glaube. Ja, genau, hier wusste ich aber noch zum Teil, was das war. Das war jetzt gerade nicht gut beobachtet. Das wusste ich gerade noch so. Hilfe. Oh, ein Herzteil, geil. Dum, 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 dum. Drei Herzteile, nur noch eins und ich habe sechs Herzen. Juhu, epic. So, eigentlich könnte man mal so spaßeshalber, wir können sie ja freilassen, wenn wir Bock haben. Stopp. Einfach so eine Fee eingesteckt, mitten in die Flasche rein gestoppt. So. Flop. Das gleiche Geräusch wie so ein Herz, irgendwie so rein gestopft in sein Herz. Und die Fee heilt dich dann voll creepy irgendwie. So, hä? Achso, hier komme ich hoch. Ah, macht Sinn. So, jetzt kann ich auch hier runterklettern, genau. Aber ich will ja die Gongolwand hoch. Also, hinauf geht's. So, hier gab's aber auch noch irgendeinen Boni, oder? Lass mal gucken, was war denn das? Wie, was horizontal... Hilfe, Alter! Was horizontal angeht, dann klettert er ein bisschen schneller. So, hier war doch noch irgendwas, ne? Bomben reinwerfen, verboten. Tja. Und ihr wisst ja, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Also Deckung! Hilfe. Ich glaube, Schilder, ja, kann man sogar nehmen. Bam, tschüss. So. Und jetzt... Hallo? Müsste jetzt hier nicht eine Fee kommen? Achso, ich muss eine Bombe reinwerfen, warte mal. Tragen? Hilfe. Flop. Einfach reingeschmissen. Stup. Und jetzt... Schwing! Schwing! Oh, Navi! Nee, doch nicht. Viel zu groß. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne? Gar keine davon. Hallo? Ach, weder noch. Hm, du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Ach, immer diese Ehren-Epos hier. Große Bombentasche halten, jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Und zwar 30 Stück und die reichen jetzt wenigstens endlich mal. Mögest du erfolgreich sein. Dankeschön. Also man muss bloß ehrlich antworten, dann kriegt man auch einen ehrlichen Boni. Haha, toll. Ich weiß gar nicht, was man kriegt, wenn man die goldene reinwirft. Habe ich noch nie gemacht irgendwie. Ich bin immer eine ehrliche Sau. Ich spreche das aus, was ich denke. Aber ich glaube, da sage ich euch nichts Neues. Alter, lass mich doch mal in Ruhe hier! Hinaufklettern, Link, du schaffst es! Noch ein paar Meter! Okay, noch ein paar viele Meter offenbar. Das wird dem Steine runterfallen, kommt mir wovon woanders rum her bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht woher. Da, 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 so, da links ging es noch runter. Ein blauer Flummel hier. Ihr seht schon, der hat ein bisschen mehr ausgehalten gerade. Ja, unsere Gegner werden stärker. Ach, genau, da kann man sich noch reinfriemeln, wenn man da ein Item bestimmtes hat. Und, ach, der hier.
Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und bist, ja, doch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich etwas lehren auf dem Weg hier oben. Ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen? Probier es doch mal mit Bomben. Wow, was für ein großes... Oh, Fragmente fallen. Probieren wir es aus. Oh, ich habe nichts Grünes. Fail. Du willst nicht? Auch gut. Tut mir leid, alter Knacker. So. Den gehen wir hier hoch wieder. Und jetzt muss ich da, glaube ich, auf rechte Seite mal Lucky machen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich will von euch nichts. Oh mein Gott, der Typi! Hilfe! Muss ich die erstmal töten etwa? Hey, kann ich den da... Bam! Weggeschlitzt! Haha! War irgendwie voll creepy immer. Hä? Oh nein! Tschüss! Fail. Wird zu früh losgelassen. Wollte eigentlich gucken, was ist denn da unten? Das sieht aus wie so... Lichtstrahlen. Sieht creepy aus. Na gut. Genug abgestürzt und gefailt. Einfach mal. Oh. Ach man, ich darf den Knopf nicht loslassen, Menno. Ja, Mario, gib mir die Macht. Oh Gott. Hier regnet's. Die Musik verändert sich leicht ins Bedrohliche. Also einmal Minimus. Tinnimus. Aha, das ist aus Donkey Kong 64, aber egal. So, einmal hier kurz vorgespult. Müssen wir uns ja nicht jedes Mal wieder angucken. So, hier. Hilfe! Oh, das als regnet, da ist Bomben. Pass gut auf, mein Kindchen. Aber jetzt hier ein größeres Verteilungseintropfen treffe. Hilfe! Wow! Hilfe! Terrorismus! Alter, Terroristen, Wassertropfen. Jetzt weiß ich, wie sie Insekten fühlen müssen. Wow! Alter, wie das abgeht. So, ach, ich hätte auch die Rolle benutzen können. Hahaha. Fail. So, wir sind wieder groß. Fruchtzwerge-Effekt ist wieder rück. Fruchtzwerge-Effekt ist back, yo! So, jetzt muss ich den hier, glaube ich, irgendwie rumfriemeln. Hier mal ein bisschen mal spulenderweise schieben. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ne, noch einmal muss ich schieben. So, dann. So, und dann einmal. Rolle, Rolle, Sushi-Rolle. Rollt sich selber auf die Rolle. So. Ich weiß, jetzt spule ich mal aus der Weise ein bisschen. Mache ich eigentlich bei Zelda ungern. So. So. Einmal hier runter. Ach. Geschützt vor dem Regen. Hilfe, Alter. Geschützt vor dem Regen, aber nicht geschützt vor dem Typ hier. Ach, los. Bam, Fatz, Schlitz, Arsch. Mann. Oh Mann, du Pimmel, Alter. Huah, was? Wo will der hin? Nach rechts. Bam, bam. Ha, tot. Ah, gut. Das muss ich überlegen. Oben war es, glaube ich, ne? Ja. Unten kann man eigentlich auch durch? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, es geht wirklich nur einen Weg. So, hier muss ich, glaube ich, hier durch. Dann kann ich, glaube ich, hier durch, oder? Nee, schade. So und so, ja. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich denn hier durch? Das bringt mir überhaupt nichts. Also wenn ich von da oben komme, könnte ich den runterschieben und den nach links. Das würde mir aber immer noch nichts bringen. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich kann noch vielleicht den machen und dann mal gucken, ob es klappt, ob so funktioniert, wie ich mir denke. Dann einmal nach rechts, dann den runter und ah. Oh, hä? Wie, den kann ich nicht schieben? Achso, nur so rum, natürlich. Man kann ihn nur so rumschieben, ja, und ihr seht gerade nicht, aber ich verdrehe meine Augen. Hilfe, Alter. Oh, die Viecher gehen mir auf den Sack. Lasst mich in Ruhe. Keine Lust auf euch. So, Hilfe. Noch so ein Typi. Voll den roten Arsch. Voll wund gekloppt irgendwie. So, oh. Ja, super. Dann komme ich mit dem Pilzer da gar nicht rüber, hä? Oh, smooth. Kann ich da eine Bombe rüberschmeißen? Achso, Mann, Mist. Achtung, 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 Achtung. Schade. Hätte ja klappen können. Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie... Über die Fässer! Oh ja, natürlich. Ich habe mich aufgehängt irgendwie. Eigentlich wäre er locker rübergeflogen, aber nee, die Fässer sind ultimativer. Ich glaube, das muss ich so machen. Hypersaugmodus! Om nom nom nom. Flup. So, jetzt halt Platz. Und einmal flap. Danke. Hilfe. Hehehe. Bam, bam. Down. Pilze schlitzen. Yay.
Wir hassen Mario, Pilzhater. Hier, wir schlitzen die Pilze. Ja, macht doch voll viel Sinn. So, hier wieder mal ein paar rote Schleimis töten. Die geben mir mal sehr gut Herzen, finde ich. Bäm, bäm, was? Der natürlich nicht, gerade wenn man es dann mal irgendwie präsentiert, ne? Die sagen, oh, die geben gut Herzen, kriegt man keine, ist ja wieder typisch. So, hier kann ich so machen. Oh ja, falsche Seite, Mann, reg dich auf. So, das ist hier schöne Bombis, kann man immer gut brauchen. So, hier komme ich nicht weiter, da muss ich irgendwie rüber. Das mache ich aber jetzt mit der Bombe, oder? So, zack, und hab. Explode! Bam! Danke für Push statt Knöpfchen und so. So, hier einmal mit dem Herz. Fände ich echt nice. Ah, damals. So, was ist hier schön? Oh, Zwacken. Geil. Knete. So, tschüss. Mr. Schleimy. So, der wird eiskalt ignoriert. Tschüss. Alter, was für ein verwirrender Weg hier. So, jetzt muss ich überlegen. Da muss ich so schieben. Ist ja nicht schwer im Grunde. So, so. Denn von oben. Zack, zack. So, zack. 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 Und zack. Den weggeschoben und... Ich finde Treppenlaufgeräusche übelst cool. So, was? Knacks. Tschüss. Wieder mal ein Glücksfragment oder vielleicht ein Herzteil. Ach, so kann ich den hier einfach so schieben. Ja, klar. Easy going. Und ein weiteres blaues Glücksfragment. Na toll. Na, nehmen wir mit, wo ich es gar nicht brauche wieder. Ich bin ja wieder voll. Weil ich ja episch skillig bin. Hahaha, Spaß beiseite. Gut, dann einmal Happen Trapper so und einmal kleiner gemacht und dann auf ins Staffle. Yay! Achso, okay, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Hab grad keinen Bock auf die Viecher hier. Wir werden auch genug Gegner schlitzen im nächsten Dungeon, da sind wir ja jeden Moment. Ba, da, da, da. Was bist denn du hier für einer? Voll die minnische Arbeit, Alter. Eisenherz, ich grab nach dir. Eisenherz, ich finde dich hier. Ja. Sollte es dringend zu Deutschland sucht den Superstar gehen. Eisenherz, ich grab nicht mehr. Ich grab ganz flott. Eisenherz, geh nur nicht fort. Ja, das bewegt sich auch 100 Pro von dir weg. So, ich mach mir jetzt hier mal ein schattiges Päuschen, Freunde. Oder warte mal, haben wir überhaupt schon Zeit? Ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen. Ach, egal. Ja, bist du hier? Hm, nicht die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Bist du hier, um dein Schwert reparieren zu lassen? Ja, unser Chef ist ganz unten. Okay, gut. Dann gehen wir da mal hin. Alter, hey, renn nicht. Eisenerz, ach Eisenerz, da ist das herrliche Eisenerz. Eisen, 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 Eisen. Ach ja, scheiß Insider. So, Mr. Melta, hallo, wir haben was zu reparieren. Boah, der ist ja riesig, Alter. Grüne Kleidung, komische Mütze, du musst geil sein. Wie komische Mütze, die ist cool, Mann. Ich hab's vom Ältesten gehört. Ich heiße Melta, ich bin hier der Chefmann. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden und die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das aber auch ein Schwert der Minish. Wie, einfach so? Aber ich find's toll, ich will's behalten. Ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Cool. Twing. Plötzlich liegt da auch eine Spitze, obwohl wir eigentlich nur den Griff und den unteren Teil der Klinge bekommen haben. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. In der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Alter, hämmert das nicht kaputt? Gut, Kai, wir schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Ja, hat er doch gerade gesagt. Sieht voll geil aus. So. Twing, 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 twing. Voll episch. Gut, dann würde ich sagen, werde ich mal jetzt vor dem Dungeon den Part beenden, lass mich mal durchspaten. Was, du willst zur Mine? Na gut, wenn du halt bis zum Chef hast. Bitteschön, aber pass gut auf dich auf. Ja, ja, mach ich doch. Oh, tschüss, du Spaten. So, jetzt können wir uns einmal groß machen. Das Ding da aufpupsen. Einmal anquatschen, dann explodiert es ja kurioserweise. Mit der komischen Note oder was auch immer das so sein soll. Damn. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn deine Tafel explodiert. Ja, das, ich war's nicht, ich bin unschuldig, ne? Also ich wollte es mal sagen. So, Freunde, und ihr seht schon, ein episch inszenierter Dansen. Und wenn man sich das auch mal anguckt, scheint er ziemlich hot zu sein. Voll hot, Alter. So, wir sehen uns wieder im nächsten Part, Freunde. Bis dann, macht's gut, haut da rein und ciao.